Hallo Berlin. Ich wollte eigentlich frei sein, frei, frei, frei. Und mir hat einmal Karajan gesagt, kurz vor seinem Tode, als ich von Zürich wegging, warum haben Sie das gemacht? Sie müssen ein Orchester haben. Sie sind jemand, der aufbauen kann, der entwickeln kann und das brauchen. Das habe ich mir jetzt wieder zu Herzen genommen und ich brauche es wirklich. Es animiert mich enorm, mit einem jungen Orchester wie dem Konzerthausorchester zu arbeiten und habe mir viele Gedanken gemacht, was man aus einer Position wie der des Chefdirigenten des Konzerthausorchesters machen könnte. Wenn ich an Berlin denke, empfinde ich diesen besonderen Zusammenhalt von Kunst, Ort und Geschichte. Es ist eine Stadt, die sich weiterentwickelt, die voller Kreativität steckt und die symbiotisch alle Dinge verbindet. Das Konzerthausorchester ist ein junges Orchester und damit ein Zukunftsorchester. Es hat einen wichtigen Stellenwert in der Stadt Berlin. Es hat ein eigenes Haus, was sehr, sehr wichtig ist, um den eigenen Klang zu formen. Und es verbindet sich mit Berlin, einer Stadt, die offen ist, die schrankenlos ist und die Innovation will. Ich freue mich nun, nach jahrelanger Erfahrung als Chefdirigent verschiedenster Orchester, diese Erfahrung nun mit dem Konzerthausorchester zu teilen. Deswegen Orchester für alle, Musik für alle.